heute diesen Motivationsschreiben-Workshop an. Und der Hintergrund ist, dass es jedes Jahr eine sehr tolle Ausschreibung gibt für Passschüler. Sie können sich bewerben und werden für ein komplettes Studium in Deutschland gefördert. Wir haben mit den Tänzern und Tänzerinnen darüber gesprochen, wie sie mit ihren Freunden in Kontakt treten. Über Kommunikationsmöglichkeiten, die es jetzt gibt, also heute 2018 und die es in den letzten Jahren gab und die vielleicht auch die Generation vor uns genutzt haben. Und genau diese Art von Kommunikation haben wir versucht in Bewegung umzusetzen. Also uns geht es hauptsächlich darum, dass die Kinder natürlich Spaß haben auf Deutsch und dass wir einfach den Kindern auf Deutsch Spielregeln erklären, Techniken erklären, dass sie es verstehen, umsetzen. Und das alles natürlich noch mit einem gewissen Spaßfaktor. Ich heiße Tamara Menasavljevic und ich komme aus Kragujevac, Serbien. Und ich bin 18 Jahre alt. Ich heiße Alexa. Ich komme aus Novi Sad und gehe ins Jonga in mein Gymnasium. Ich lerne Deutsch, seit ich 12 Jahre alt bin. Also Pasch gefällt mir sehr. Unsere Tanzlehrerin Cecilia ist sehr gut und hat viel Verständnis für uns und auch die Teilnehmer sind sehr nett. Ich finde es ziemlich interessant. Ich bin jetzt hier gekommen, um ein bisschen mehr darüber zu erfahren, weil ich ja nicht sehr informiert bin, und mehr zu lernen halt. Also, dass ihr Freundschaften untereinander knüpft, dass ihr euch besser kennenlernt und eben dieses Netzwerk, was es ja weltweit gibt, auch mit uns zusammen feiert. Dass schon so viele serbische Schüler und Schülerinnen Deutsch lernen. Und das ist eine großartige Sache. Deutschland macht Spaß und das kann man nur wirklich verstehen, wenn man möglichst eben auch Deutsch lernt. Für die Schüler eröffnen sich völlig neue Horizonte. Ja, sie können die deutsche Kultur besser verstehen, haben Zugang und sie können reisen, sie können finden sich in Deutschland zurecht. Und nicht zuletzt, sie verbessern ihre beruflichen Perspektiven.